Im Süden und Osten Bayerns gibt es am Abend und zu Beginn der Nacht noch Reste einiger Quellwolken. Zu den Alpen hin anfangs auch noch lokal gewittrige Schauer. Die meisten Wolken verschwinden dann aber bald. In Franken ist der Himmel ohnehin oft wolkenlos. Bis zum Morgen kühlt es auf 15 bis 10 Grad ab. In Franken geht's morgen gleich mit Sonnenschein weiter. Teilweise scheint die Sonne sogar ungestört, das heißt rund 15 Stunden lang. Im Fichtelgebirge und im Hoferland gibt es im Tagesverlauf ein paar Quellwolken, doch es bleibt trocken. Die Höchsttemperatur liegt hier bei 24, sonst bei 26 bis 28 Grad. Es weht weiterhin nordöstlicher bis östlicher Wind, im Mittel mit Stärke 3. Ab Mittag kann er in Böen etwas kräftiger werden. Ein insgesamt sonniger Wochenstart auch in Niederbayern und in der Oberpfalz. Ein paar Quellwolken gesellen sich im Laufe des Tages hinzu, vor allem auf den Höhen von Oberpfälzer und Bayerischem Wald. Am Nachmittag ist es überall sommerlich warm mit Höchstwerten von 25 bis 27 Grad. Auch hier haben wir einen Nordostwind, der im Mittel mit Stärke 2 bis 3 unterwegs ist, besonders in der zweiten Tageshälfte aber recht böig werden kann. Mit reichlich Sonne geht es in vielen Teilen von Oberbayern und Schwaben durch den Montag. Je näher man an die Alpen kommt, umso größer und zahlreicher werden allerdings die Quellwolken, die sich im Laufe des Tages bilden. Für den Nachmittag sollte man dann auch direkt am Alpenrand mit einzelnen Regengüssen und Gewittern rechnen. Mit 22 bis 26 Grad wird es sommerlich warm. Der Wind kommt im Mittel mit Stärke 3 aus Nordost, allerdings nimmt die Böigkeit im Laufe des Tages zu und bei Gewittern sind die Böen dann ohnehin sehr kräftig. In den nächsten Tagen bleibt es sommerlich warm mit Temperaturen bis 27 Grad. Am meisten Sonne gibt es dabei in Franken, während die Luft Richtung Alpen und auch Bayerischer Wald etwas feuchter ist. Und hier können sich vor allem in den Nachmittagsstunden Schauer und lokale Gewitter bilden. Am Donnerstag gehen die Temperaturen dann ein paar Grad zurück. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.